ich mittlerweile seit 21 Jahren mit sehr viel Leidenschaft für Dortmund ehrenamtlich politisch aktiv bin. Das möchte ich in Berlin fortsetzen, weil es in diesem Land jetzt darum geht, dass wir die Arbeit von Menschen anerkennen, mit guten Löhnen, fairen Arbeitsbedingungen, mit einer Rente, die zum Leben reicht und Wohnraum, der für alle bezahlbar ist. Dass wir die durch den Strukturwandel strukturell verfestigte Arbeitslosigkeit in Dortmund weiter aufbrechen. Wir haben hier in Dortmund mit der Politik, mit der Wirtschaft, Verwaltung und auch dem Handwerk sehr intensiv dafür gekämpft, dass der soziale Arbeitsmarkt kommt. Das hat vielen Menschen eine Perspektive gegeben und wir haben Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit finanziert. Das muss der Bund unbedingt weiter fördern. Außerdem ist für unsere Wirtschaft vor Ort hier sehr wichtig, dass wir endlich auch den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Dortmund-Münster hinbekommen. Wir wissen, dass im Handwerk harte und gute Arbeit geleistet wird. Von den Beschäftigten und von Unternehmen, die jeden Tag ihrer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Und damit weiter so gute Arbeit geleistet wird, setzen wir uns dafür ein, dass zum Beispiel die Gebühren für Meisterinnen und Meisterkurse entfallen und dass der Fachkräftemangel aufgehalten wird, indem wir eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen geben.